Hey Leute, mein Name ist Epixan und mit dabei ist heute die Kata. Hallo. Und wir befinden uns hier immer noch im Gefängnis. Wer die vorherige Folge noch nicht gesehen hat, kann es oben rechts gerne nochmal tun. Ich würde sagen, morgen früh machen wir den Ausbruch, Kata. Wir haben schon einiges vorbereitet in der letzten Folge. Wir haben TNT, wir haben Essen und wir haben auch eine Stone Pickaxe und auch eine Stone Schaufel. Also damit kommen wir auf jeden Fall raus. Wir wollen uns ja dabei einen Kühlraum durchsprengen, hinten bei der Küche. Ich würde sagen, Kater, heute Abend machen wir es noch ganz unauffällig. Wir gehen einfach noch Abendessen, würde ich sagen. Und dann legen wir uns hier schlafen. Und morgen ist dann unser großer Tag. Der Plan. Okay, ich würde sagen, wir legen lieber unser ganzes Zeug hier mal rein. Bevor uns das irgendjemand noch wegnimmt oder sowas. Oh, guck mal, da unten stehen auch schon welche. Okay, alles gut. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach noch zur Kantine, essen dort zu Abend. Und dann ist morgen unser großer Tag. Okay, wir dürfen hier nicht so laut reden, sonst hören die uns. Sind das? Oh, guck mal, wie die hier überall stehen. Überall passen sie hier auf, dass nichts passiert. Oh, oh. Sind hier noch andere? Ja, da sind noch einige. Guck mal, die essen alle zu Abend. Oha. Und der eine bewacht immer noch die Tür da, aber wir dürfen ja rein. Okay, ich würde sagen, wir holen uns mal was zu essen raus. Oh, Kater, heute gibt's Suppen. Okay, ne Pilzsuppe, das ist ja lecker. Lecker. Niam, niam, niam. Oh, das schönes Abendessen. Okay, und hier schön wieder das Geschirr einfach hinschmeißen. Das passt schon. Nein. Okay, okay. Ich würde sagen, Kater, wir gehen jetzt in unsere Zelle, schlafen und werden dann morgen früh... Wir werden ja morgen früh ausbrechen, okay? Ich weiß nicht, sind die Wachen hier den ganzen Tag da? Ich glaube schon, oder? Stimmt, die haben auch Nachtschicht auf jeden Fall. Ja, also da wird immer was bewacht. Wir müssen echt gucken, ob wir das hinbekommen. Aber ich denke schon, wir sind ganz gut vorbereitet. Okay, ich würde sagen, ab in die Zelle, Kater. Ich weiß gar nicht, wann hier die Türen geschlossen werden. Bestimmt ab 8 eigentlich so, oder? Ja, eigentlich schon. Vor allem, wir haben unsere Uniform auch noch gar nicht. Wann bekommen wir eigentlich unsere Uniform? Ich glaube, als Neuling bekommt man die nicht so schnell. Ja, okay. Wir legen uns einfach mal schlafen. Oh, guten Morgen, Kater. Guten Morgen. Heute wollen wir ausbrechen. Kann's gar nicht glauben. Oh, oh, okay. So lass Angst, mal unser, ne? Ja, lass mal unser Zeug holen. Oh, Kater? Hä, ja, unsere ganzen Sachen? Sind die? Hast du die? Nein, 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 ich hab die nicht. Hast du die? Nein, warte mal. Sind unsere ganzen Sachen jetzt weg? Anscheinend. Wo, nein. Unser TNT, unsere Spitzhacken, alles ist weg. Sogar unser Essen. Was ist denn passieren? Wir haben doch geschlafen. Ja, wir waren hier im Raum. Nicht. Ja. Ich glaube, es war nachts jemand da, der das geklaut hat. Anders kann es ja nicht passiert sein. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Unsere ganze Sache, wir können heute nicht ausbrechen. Unsere ganzen Sachen sind weg. Warte, ich guck mal kurz auf den Flur. Ja. Hier ist auch keiner mehr. Warte mal, ich rede mal mit dem hier. Ja, frag mal unseren Nachbarn, ob der irgendwas mitbekommen hat. Das kann ja nicht sein. Alles ist einfach weg. Wir haben nichts mehr. Oh mein Gott, wir hätten heute einfach ausbrechen können. Oh, Karte, was sagt er? Ja, also es gibt anscheinend irgendeine Person, die hier immer Sachen klaut, aber wenn man die Sachen wiederbekommen möchte, dann muss man gegen den kämpfen. Und ihn irgendwie K.O. schlagen, weil ansonsten regelt der das Ganze hier. Der ist so anscheinend der Big Boss hier. Und der hat unsere Sachen wahrscheinlich? Also der ist der Einzige, der hier klaut, meinte der. Okay. Das ist ihm auch schon passiert, aber er hat halt nicht gegen ihn gekämpft, aber wir brauchen diese Sachen. Das heißt, wir müssen gegen ihn kämpfen? Ja, ich glaube schon. Oh, oh. Okay. Aber ich kann das nicht, du musst das machen. Okay, aber weißt du, wo der sich immer aufhält? Weiß nicht. Warte, ich frag mal kurz nochmal. Ja. Ah, okay. Ja. Also er hat die Zelle da unten rechts. Siehst du die da? Ja, ganz rechts dort. Direkt neben der Treppe da. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Okay. Da steht der. Ja. Okay. Dann gehen wir da einfach mal hin? Wir gehen einfach mal hin. Das ist sehr heftig. Ich muss gegen ihn kämpfen, damit wir unser Zeug wiederbekommen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir hier unten kämpfen können bei den ganzen Wachen. Ich glaube... Wir müssen halt hoch dann, oder? Irgendwo in den Hof, wo die Wachen nicht so drauf schauen können. Oh, oh, da steht er. So Epic? Ja. Der will sich um 12 Uhr mit dir im Innenhof treffen, um dort halt was zu regeln. Um 12 Uhr? Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit bis mittags. Ja. Oh, Kater, was sollen wir machen? Ich kann nicht einfach so gegen ihn kämpfen eigentlich. Der ist ja viel stärker und besser trainiert. Doch, das musst du machen. Ja. Das ist unser Ausbruch. Stimmt. Der, ach Mann, warum hat der denn unsere ganzen Sachen geklaut? Wie kann das denn passieren? Wie üblich. Ach Mann. Keine Ahnung. Okay, Kater, ich würde sagen, dann gehen wir hoch in den Hof und warten dort auf ihn. Da muss ich halt wohl oder übel gegen ihn kämpfen. Ich schaff das auf jeden Fall. Ich hoffe es. Okay, oh, kommt der auch schon? Nein, der bleibt ein bisschen in seiner Zelle. Okay, da würde ich sagen, wir gehen hoch in den Innenhof. Ich weiß auch gar nicht, wo wir dann kämpfen wollen. Hier sind ja auch überall Wachen. Vielleicht hinter dem Haus, warte mal. Wenn wir jetzt hier rauskommen und dann dahinter, ich glaube, da kann man ganz gut kämpfen. Okay, schau mal, wenn wir jetzt hier hintergehen, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob uns hier jemand sieht, vielleicht aus dem Wachturm, vielleicht aber gerade nicht. Ich bin mir nicht sicher, da oben... Nee, also hier wird es schon klappen, glaube ich.
Gut, dann würde ich sagen, warten wir einfach mal auf ihn. Ich bin richtig nervös, Kater. Oh, oh. Mein erster Kampf hier im Gefängnis. Du packst das. Okay. Okay, ich muss das schaffen. Ja, ich schaff das, Kater, ich schaff das. Okay, Kater, es ist jetzt 12 Uhr. Denkst du, der ist schon da? Ja, ich glaube schon. Oh. Warte, guck mal. Ah, da haben sich schon ein paar Zuschauer. Oh, nein. Oh, da haben sich schon ein paar versammelt. Und da steht der auch schon. Er kommt schon auf mich zu. Oh Gott, Kater. Nein. Oh, oh, der will ich schon boxen. Okay, okay, ich muss das machen. Ich muss ihn kriegen. Du musst das machen. Passt das, ja? Oh, ich krieg das hin. Oh, 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 der schlägt mich. Er schlägt mich down. Oh, 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 Kater, hast du ihn bewusstlos geschlagen? Ja, ich muss das machen. Du hast mich gerettet. Der hat dich ja fast dran. Oha, genau. Danke. So oha, und du hast ihn einfach zur Strecke gebracht. Ja. Oha, wie gut. Und wir haben unser Zeug wieder. Ja, Gott sei Dank. Oh, wie gut ist das denn? Wir haben wir das TNT haben wir auch. Wir haben alles wieder, oder? Ja, wir das haben Werkzeug. Alles wieder. Oh, wie cool ist das denn? Du hast mich gerettet, Kater. Du hast ihn einfach umgeboxt. Ja. Richtig gut, danke. Bitte. Wir haben es geschafft, Kater. Wir haben wirklich den stärksten Insassen hier im Gefängnis zusammen zur Strecke gebracht. Und wir haben unser Zeug wieder, mit dem wir tatsächlich ausbrechen können. Was richtig, richtig gut ist. Wir gehen einfach jetzt mal in die Küche, beziehungsweise in die Kühlkammer. Und werden da schon mal alles vorbereiten. Ich hoffe, ein TNT reicht, um durch diese Wand durchzubrechen. Danach haben wir natürlich noch die Spitzhacke und die Schaufel. Und ich bin echt gespannt, wo wir dann rauskommen. Auch. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal da runter. Haben wir das Abendessen verpasst? Ich glaube schon, oder? Oh, ich muss vor allem auch die Sachen hier aus der Hand legen, nicht, dass sie noch sehen, dass ich was dabei habe. Oh, stell mal vor, eine Wache würde uns das jetzt abholen. Da wäre alles umsonst gewesen. Oh nein, oder durchsuchen. Oh, ganz lieb. Ja, wir haben nichts gemacht. Wir haben keinen TNT dabei. Oh Gott. Okay, okay. Kata, was machen wir denn mit der Wache, die vor der Kühlkammer steht? Oh Gott. Was machen wir denn mit der? Ich hab eine Idee, Kata. Denkst du, wir kriegen das hin, wenn wir die K.O. schlagen? Aber hier sind noch so viele andere Wachen, aber eigentlich kommen wir hin. Denkst du, wenn wir, warte mal, wenn wir hier die Tür zumachen? Und uns einfach so davor stellen, doch, das sieht keiner. Okay, Kater, denkst du, wir können das jetzt machen? Ja, wir machen das jetzt einfach. Okay, soll ich die Spitzhacke holen? Warte, ich geb dir deine auch mal. Okay, Kater, ich würde sagen, wir müssen aufpassen, oh, dass die uns da hinten nicht sehen, auf drei, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Go, okay. Go, go. Komm, die kriegen wir, oh! Warte, der steht. Wir haben ihn, okay. Okay. Alles gut, niemand hat was bemerkt, die anderen, ja, die anderen, die schauen da weg, das ist kein Problem. Okay, wir gehen rein. Rein. Okay, okay. Wo wollen wir das TNT platzieren? Wir müssen eigentlich hier in die Richtung, oder? Ich weiß es halt echt nicht. Hier oder in die linke Ecke da. Okay, warte mal, wir machen ihn hier hin, okay? Wir machen das TNT hier hin. Das heißt, wir setzen das hier hin und den Schalter platzieren wir hier neben. Hier, würde ich sagen. Okay, das ist alles gut vorbereitet und ich hoffe, hier kommt keine Wache rein, die das irgendwie kontrolliert. Okay, wir machen lieber mal zu. Okay, es ist alles bereit für den Ausbruch. Wir müssen wirklich nur das TNT zünden. Und dann würden wir tatsächlich auch schon rauskommen aus dem Gefängnis. Ich hoffe es zumindest. Okay, Kater, ich würde aber sagen, wir zünden das TNT erst nachts. Wir können das hier auf keinen Fall tagsüber sprengen, wenn hier alle Wachen stehen und so. Vor allem alle draußen rumlaufen, die hören es ja alle. Das können wir auf keinen Fall machen. Ich würde aber sagen, wollen wir noch ein paar Zellen durchsuchen? Oh ja, das können wir machen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir können ja jetzt in die Zelle gehen von dem Boss, den du umgehauen hast. Der hat ja bestimmt richtig viel Zeug in seiner Kiste. Der hat ja von allen Leuten wirklich Sachen geklaut. Und der hat bestimmt einiges in seiner Kiste noch liegen, oder? Oh ja, da müssen wir mal schauen, was er noch hat. Ich würde sagen, soll ich die Oberreihe durchgehen? Und du gehst die unter. Wollen wir wirklich alle Kisten durchsuchen? Ich weiß es nicht. Nein, wir machen das so stichprobenartig einfach. Okay, gute Idee. Wir dürfen uns halt auf keinen Fall... Wir dürfen uns auf keinen Fall erwischen lassen, Kater. Okay, Kater, gehen wir hier in die Zelle von dem Boss, den du umgehauen hast? Ja, können wir machen. Ist vielleicht... Ja, stimmt. Vielleicht hat der richtig coole Sachen. Okay, wir schauen mal rein. Oh, schau mal! Oha, Diamanten! Der hat... Moment mal, der hat drei Diamanten? Wie heftig ist das denn? Okay, ich nehme die einfach mal raus. Der hat richtig viel Goldnuggets. Die brauchen wir eigentlich nicht, oder? Goldnuggets? Ich weiß es nicht. Komm, wir nehmen sie einfach mal mit. Was wir haben, das haben wir. Und er hat vor allen Dingen auch noch 5 Iron Ingot und noch Jungle Wood, was richtig gut ist. Nice. Und sogar Blümchen. Ja. Kater, wir sind richtig reich. Ja. Oha, okay. Das war sehr erfolgreich. Also, der hat von einigen Leuten was geklaut und hat sogar Diamanten gehabt. Okay, krass, ich gehe einfach mal... Ja, das ist richtig krass. Ich gehe einfach mal hier hinten. Ich gehe einfach mal in die Zelle rein. Oh, da steht er. Hier rein? Okay, ich raub den einfach aus. Na, der hat nur... Na, der String... Ey, komm, ich muss ihm das nicht klauen. Das sind keine krassen Sachen. Der hat nichts Krasses dabei. Mal sehen, was der hier dabei hat. Der hat ein Ei dabei? Was ist das denn? Ach.
Ich weiß nicht. String. Da könnten wir was mit... Wir könnten theoretisch bestimmt einen Bogen machen. Der hat 2 Stone am Start und... Oh, der hat sogar was zu essen. Goldnugget? Der hat was aus der Kantine geklaut. Okay, Kater, wir dürfen auf keinen Fall so auffällig sein, wenn die Wachen hier kommen. Und wir durchsuchen beide hier die Zellen. Ich gehe mal nach oben und schaue dort nochmal einfach 1 oder 2 Zellen durch. Vielleicht finden wir da noch was. Wir müssen komplett jetzt noch wach bleiben bis tief in die Nacht, Kater. Dann werden wir einfach das TNT sprengen bzw. ausbrechen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan. Mhm. Oh, der hat richtig viel Holz dabei und Sticks. Oh, nice. Okay, wir können uns auf jeden Fall verbesserte Werkzeuge machen, Kater. Wir könnten uns eine Diamantspitzhacke sogar machen. Da würden wir einfach durch alle Blöcke durchkommen, die es gibt. Das wäre richtig cool. Mhm. Okay, Kater, ich glaube, wir haben jetzt genug Zellen durchsucht. Das wird so langsam auffällig. Ja. Also, wir gehen am besten in unsere Zelle. Und da crafte ich auf jeden Fall noch, mit den Diamanten. Mache ich noch eine Spitzhacke, okay? Ah, sehr gut. Und dann mache ich dir auch noch eine Spitzhacke aus Iron. Oh, perfekt. Und damit sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gut ausgerüstet. Dann müssen wir jetzt einfach nur richtig lang wach bleiben. Und wir dürfen auf keinen Fall einschlafen. Und dann gehen wir einfach nachts aus der Zelle. Ich hoffe, die lassen die Tür offen. Da bin ich mir nicht sicher, wie das ist. Dann müssen wir einfach mal schauen. Eventuell müssen wir halt einfach die Tür zerstören. Ich hoffe, da geht irgendwie kein Alarm oder sowas an. Wir schauen einfach mal. So, ich mache mal ganz kurz eine Schaufel und Spitzhacke für dich. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe eine Diamant-Pickaxe. Wollen wir die wieder in die Kiste machen? Das wäre sehr, sehr risky, ne? Wir wurden ja schon mal geklaut. Na, wir machen es lieber nicht. Warte, ich habe eine Idee, Kater. Ich habe eine Idee. Wir machen eine versteckte Kiste, okay? Okay, pass auf. Sieht keiner. Okay. Wir machen die Kiste einfach... Wir machen die hier hin. Okay, wir setzen die einfach hier hin. Zack. Und da machen wir unsere ganzen Sachen rein, okay? Zack, 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 zack. Hast du zufällig noch so einen Block hier von der Wand? Nein, oder? Ich glaube, der ist kaputt gegangen. Okay, das ist aber gar kein Problem. Du, hast du noch eine Spitzhacke? Die Steinspitzhacke? Ja, die hast du noch. Ja, die habe ich noch. Okay, behalt die am besten. Ich mache nämlich hier einfach einen Block hin. Und da wissen wir auch, wo die Kiste ist. Da können wir jederzeit einfach den Block kaputt machen und auf die Kiste zugreifen. Und ich würde sagen, Kater, wir bleiben jetzt einfach richtig lang wach bis tief in die Nacht und werden dann ausbrechen. Genau. So, Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut unbedingt bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.